Diz, wir haben keine Zeit mehr. Zu viele. Diz. Roxas, niemande wie wir sind nur halbe Personen. Du verschwindest nicht. Du wirst wieder ganz. Ich verschwinde? Genug der Anmaßungen. Nein, du wirst nicht verschwinden, du! Nein! Roxas! Wir sehen uns wieder und dann sprechen wir über alles. Wir werden uns vielleicht gegenseitig nicht wiedererkennen, aber wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Eines Tages. Ich versprech's. Lass sie los! Ein alter Mann entführt ein junges Mädchen. Was er wohl mit ihr macht? Schach spielen! Ah, Laminis Zeichnung. Karte des alten Herrenhauses. Wow. Das weiße Zimmer. Klingt schon ein bisschen pervers. Wir wollen aber im weißen Zimmer jetzt eben schnell nochmal speichern, bevor der weiße Riese kommt und im weißen Zimmer übernachten möchte. Schlechter Flachwitz FTW. Aber wir haben ja die Zeichnung. Das heißt, wir gehen Party machen oder wir gehen jetzt einfach weg. Ich würde sagen, wir gehen in die Bibliothek. Da waren ja diese Zeichen auf dem Tisch gekritzelt und jetzt haben wir ja die Zeichnung. Vielleicht hilft die uns ja weiter, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Wir hoffen ja mal, dass sie weiter hilft. Oder ich hoffe es. Oh, anscheinend. Jetzt malt er selber mit Wachsmalkreide oder was? Du musst kämpfen, nicht mit Wachsmalern malen. Seid der kleine Stift, seid der große Stift zum kleinen Stift Wachsmalstift. Geheimraum, wir haben einen Geheimraum gefunden. Sensation. Wow, was sich alles unter dem alten Herrenhaus so verbirgt. Eine ganze Anlage hier unter uns. Hui. Gehen wir einfach mal in die Tür. Richtung Fragezeichen. Wir haben eh nichts Besseres zu tun. Was kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Ach hier, das ist deren Geheimzentrale gewesen von dem Man in Black. Und schon hat er wieder Kopfschmerzen, der Arme. Oh, er tut mir leid. Nur so ein bisschen, aber er tut mir leid. Ui, das sieht interessant aus. Da hören wir mal gut zu. Oder gucken zu, eins von beiden. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier passiert. Warum? Warum hast du das Schlüsselschwert? Was weiß ich? Wird es funktionieren? Wenn es uns gelingt, diese simulierte Stadt zu schützen, bis Namine Soras Erinnerungen zusammengesetzt hat. Und was geschieht mit Roxas? Ihm wohnt die Hälfte von Soras Macht inne und letztlich muss er sie zurückgeben. Doch bis dahin braucht er eine andere Persönlichkeit, um seine Verfolger abzuschütteln. Armes Geschöpf. Das ist das Schicksal eines Niemands.
Langsam kommen die Erinnerungen von Roxas wieder zurück, warum wir überhaupt hier sind, was das alles zu bedeuten hat und so. Das wäre eigentlich ganz spannend. Aber jetzt klettern wir mal in den Fahrstuhl Richtung Freiheit. Oder so, ich weiß nicht wohin oder wohin der Weg führt. Ich sah für mich aus wie ein Fahrstuhl, aber da sind ja nur diese Niemande, diese komischen kleinen weißen Spermium-Teile. Ja, die bewegen sich halt so. Besiegt alle die mysteriösen Gegner. Ja. Ach Gott. Ach Gottchen, sind die süß. Nein. Ah, jetzt. Ich habe mich schon gewundert. Wieso kann ich denn die nicht anvisieren? Aber die nerven mich gerade. Das ist schon so ein bisschen hart. Flop, flop. Level up! Ha! Ach, da sind ja noch mehr. Ach, schön. Ironie off, nicht schön. Ach ja, gehen die mir auf. Gehen mir jetzt schon auf den Nerven, diese kleinen Niemand. Vor allem diese, die im Boden da und so. Ach, die können mich mal. Ah, kaputt. Oder so. Mega coole Kampfsequenz. Und dann wirklich beeindruckend, Roxas. Axel! Axel, diesmal erinnerst du dich wirklich an mich? Was ist das eine Freude? Aber du erinnerst dich zu spät! Jetzt geht hier die Luzi ab, du. Zwei Schlüsselschwerter, alter Falter. Das Spiel hat's in sich. Vorher, ich kenne mal Teil 1, hatte man nur eins und jetzt hat er zwei. Das ist heftig. Komm, ich bereite alle meine Hände. Brauchst du Feuer? Ja, das geht ab. Axel, du, ich muss dir was sagen. Ah, da oben ist ja eine IP-Leiste um sich. Ja, komm nur her. Oder auch nicht, sondern mach mich kaputt. Nicht kaputt machen. Okay, ich greife jetzt mal an. Bam, bam. Bam. Kombo. Hoho, wie ich ihn alle mache. Schön, also mit zwei Schwertern geht das gleich viel mehr ab irgendwann. Außer wenn er mich jetzt kalt macht. Nix Feuer. Nochmal mega Kombo dann nicht. Bam. Ich habe Axel besiegt. Also mit zwei Schwertern geht das so ab zu kämpfen, ne? Boah, das ist schon nice, muss ich sagen. Langsam wird das Spiel immer interessanter. Bald habe ich auch hoffentlich wieder Sora, das wird geil. Manchmal sehen auch die Schlüsselwerte richtig stylisch aus, manchmal. Da gibt es auch richtig geile und immer neue und das wird richtig schön. Das Spiel wird noch richtig episch. So richtig episch, so bam episch. Kehrst du ihnen den Rücken, ist das dein Untergang? Mich würde keiner vermissen. Das stimmt nicht. Ich schon. Oh, eine Runde Mitleid. Oh, okay, nein. Axel. Wir sehen uns im nächsten Leben wieder. Ja, unbedingt.